BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. In Rottenburg ist eine Flüchtlingsunterkunft in der heutigen Nacht durch ein Feuer zur Hälfte ausgebrannt. 6 Menschen wurden dabei verletzt. 84 zumeist schlafende Menschen entgingen knapp einer möglichen verheerenden Katastrophe. Das zur Hälfte völlig ausgebrannte Containergebäude für Flüchtlinge in der Rottenburger St.-Claude-Straße heute Mittag. In der Nacht, kurz vor 2 Uhr, hatten sich hier, während die meisten der 84 Bewohner aus Gambia und dem Balkan, darunter 20 Kinder, schliefen, in dem teilweise lichterloh brennenden Gebäudeteil im Inneren dramatische Szenen abgespielt. Der Flur, alles voller Rauch. Man konnte halt die Augen also fast erstickt. Wir sind ja zusammen rausgegangen. Die Kinder runter und wir sind hoch. Die Kinder raus und dann Feuer. Gegen 2.02 Uhr waren bei der Polizei gleich mehrere telefonische Notrufe eingegangen. Als die Feuerwehr hier eintraf, stand der östliche Gebäudeflügel bereits im Vollbrand. Die Bewohner hatten das Objekt schon verlassen, allerdings wurden hierbei mehrere Menschen verletzt. Es haben sich 3 Menschen beim Sprung aus dem Fenster verletzt und dann gibt es noch weitere, die mit Rauchgasvergiftung zu kämpfen hatten. Die 3, die aus dem Obergeschoss sprangen, zogen sich Frakturen zu. Ein Mann erlitt schwere Rauchgasvergiftungen, weil er gleich mehrere Male in das brennende Gebäude zurückkehrte. Hat seine Frau und ein Kind und seine Frau ein Kind hat er rausgemacht und wieder zurück das dritte Kind holen. Er musste wieder zurück, drittes Kind nehmen und wieder raus. Als die Rottenburger Feuerwehr bereits um 2.10 Uhr eintrifft, mit rund 100 Einsatzkräften, brennt das Containerhaus lichterloh. Gelöscht werden kann zunächst nur von außen. Dass keine Personen mehr im Haus sind, ist noch unklar. Die Polizei muss verzweifelte Bewohner daran hindern, nochmals in die Räume zu gehen. Die haben natürlich ihr letztes Hab und Gut dort. Und das ist für die schrecklich, wenn sie das verlieren. Die obdachlosen Flüchtlinge werden provisorisch in die Rottenburger Festhalle gebracht, erst versorgt und psychologisch betreut. Die Nachricht von dem Brand sorgt indessen auch bei anderen für Schockmomente. Ja, das ist natürlich immer das Schrecklichste, was gemeldet werden kann, wenn ein Wohnhaus oder eine Wohnunterkunft, wo 84 Menschen leben, in Flammen steht und schon bereits beim Anruf hieß es, komplett brennt. Da befürchtet man natürlich das Schlimmste. Als ich vor Ort auch war, sind die Flammen aus allen Fenstern wirklich zu sehen gewesen. Gott sei Dank ist niemand so zu Schaden gekommen, dass wir sagen müssten, es ist möglicherweise ums Leben gegangen. Die Brandursache ist indessen noch unklar. Das Feuer soll nach ersten Erkenntnissen im Inneren eines Containers im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Brandexperten der Kripo ermitteln. Ein 27-jähriger Mann soll seinen 8-jährigen Neffen in einem Hotel umgebracht haben. In Emmendingen bei Freiburg gestand er der Polizei am Sonntagmorgen, den Jungen getötet zu haben. Die Beamten fanden die Leiche. Alle Versuche, den Jungen zu reanimieren, scheiterten. Laut Polizeiangaben war der Onkel mit seinem Neffen im Wissen der Eltern unterwegs. Der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident Nils Schmid, SPD, will angesichts der zunehmenden Unterbringungsnöte bei Flüchtlingen die Vorschriften zur Einrichtung von Unterkünften vereinfachen, so Schmid bei einem Besuch in den teils noch im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkünften in der Reutlinger Ypern-Kaserne. So soll es zukünftig vorübergehend uneingeschränkt möglich sein, Flüchtlinge in reinen Wohngebieten unterzubringen. Zudem sollen Energiesparvorgaben bei der Flüchtlingsunterbringung nicht so streng ausgelegt werden wie bei anders genutzten Gebäuden. Hingegen soll es beim Brandschutz keine Sonderregelungen geben. Schmid will zudem unter anderem die vorgeschriebenen langwierigen Ausschreibungsverfahren für Landkreise und Kommunen verkürzen. Laut SWR-Informationen will Baden-Württemberg zusammen mit anderen Ländern eine solche Initiative im Bundesrat einbringen. Schmid setze vor allem auf die Kooperation anderer SPD-geführter Länder. Schneller als erwartet haben die Schadstoffrückstände aus der Jagst jetzt den Neckar erreicht. Das Wasser ist heute am frühen Morgen bei Bad Friedrichshall Jagstfeld in den Neckar geflossen. Die Hauptbelastungswelle wurde gegen Nachmittag erwartet. Zur Rettung der Fische wollen die zuständigen Behörden nach und nach Millionen Liter Wasser in den Fluss ablassen. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Wasserleben im Neckar nicht nachhaltig beeinträchtigt werde. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen.